endlich der zweite Saisonsieg heute beim FAC. Für die wahrscheinlich eine relativ ungewohnte Situation. Du hast heute Innenverteidiger gespielt. Wann hast du davor erfahren und wie hast du darauf einstellen können? Naja, wir haben gestern kurz vor dem Training habe ich mit dem Trainer geredet, ob ich das schon mal gespielt habe. Micheldorf habe ich es, glaube ich, 3 oder 4 Mal gespielt. Das ist aber schon lange aus und ja, gestern einmal trainiert. Oder am Freitag war es, Und ja, dann mit meinem Partner, mit dem Tierne, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wenn man dann gewinnt, ist so und so ein Traum. Was würdest du sagen, war das ein verdienter Sieg heute und was hat sich im Vergleich zu den anderen Spielen geändert heute? Naja, verdient. Geändert haben sie mal, glaube ich, die Personalsituation. Weil zum letzten Spiel haben wir 7 Neue in der Startelf gehabt. Und Hut ab von jedem, der da am Platz gestanden ist und einfach alles für den Verein reingehaut hat. Und genau deswegen sind wir gestern hergefahren, haben einen lässigen Tag gemacht und dass wir jetzt mit einem Dreier heimfahren, mit uns hat so und so keiner mehr gerechnet. Nachdem Wim ausgefallen ist, haben wir vor allem Pointner Gabriel. Also ich glaube, wir sind die Wettquoten, was wir gehabt haben, ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, wie, ja, einfach geil, was da jetzt passiert ist. Die kann man natürlich nicht wirklich mehr einen Rookie nennen. Du bist schon jahrelang bei der Vorwärts. Wie interpretierst du und wie gefällt dir das auch, dass du so eine Führungsposition bei der Vorwärts innehast? Naja, ich glaube, dass wir relativ viele Junge haben und man wächst in die Position irgendwann rein. Und wenn man dann doch ein gewisses Alter hat und einiges an Spiele, dann muss man sich, so Typ bin ich halt, dann nimmt man sich gerne um die Rollen an und hilft einfach die Jungen. Und was gibt es denn Geiles wie bei Vorwärts Steyr zum Spielen? Und es ist einfach eine saugeile Sache. Sprichst du schon, was gibt es Geileres? Was gibt es Geileres wie Derbys? Die nächsten 2 Wochen haben wir gleich 2. Wie blickst du auf die Spiele? Ja, am Freitag kommt, glaube ich, Pasching. Ja, wir spielen daheim, haben daheim noch nichts gewonnen. Also müssen wir da mal den ersten Saisonsieg holen. Das ist klipp und klar das Ziel, dass wir daheim wieder so staubig spielen wie heute. Wenn morgen interessiert es eh keinen, wie wir gespielt haben, wenn wir einen Dreier mit heimnehmen. Also scheißegal, wie wir spielen. Wichtig sind die 3 Punkte, dass sie in Steyr bleiben. Heute endlich der 2. Saisonsieg beim FAC. Das erste Tor wird für dich wahrscheinlich was Besonderes sein. Du hast die Vorlage gegeben. Wie blickst du auf das Tor? Ja, ich sage einmal so wichtig, dass wir heute einmal in Führung gegangen sind und dass der Jordan das relativ auch gut gemacht hat mit dem Kopf. Und ja, sicher freuen wir uns darüber, wenn man Vorlage macht. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, sind wir jetzt einmal froh, dass wir heute da den Dreier mitgenommen haben und wie ich die Vorlage gemacht habe oder Tor geschossen ist ganz egal. Ja. Es habt ihr über die 90 Minuten extrem bissig gespielt heute und richtig ungut für den FAC. Habt ihr da bewusst was geändert oder hat sich das einfach ergeben, so als Trotzreaktion auf die vorherigen Niederlagen? Nein, das haben wir so drauf angelegt. Ich glaube, das müssen wir in den nächsten paar Spiele auch genauso machen. Und das wird jetzt unser Spiel werden. Und sagen wir mal, das kennen wir recht gut. Gutes Kollektiv sind wir. Und mit denen werden wir. Wenn wir so weiter spielen, werden wir sicher noch einiges reißen. Jetzt haben wir die nächsten 2 Wochen 2 Derbys. Ist das für dich was Besonderes und wie blickst du auf die 2 Spiele? Weil es zum einen halt doch gegen einen Tabellenzweiten auch geht. Ja, Derbys sind immer, glaube ich, haben andere Regeln und ist für jeden schön zum Spielen. Und es wird wieder alles möglich sein. Auch wenn es jetzt blau-weiß ist zum Beispiel, was ist Zweiter sind, werden wir auch unsere Chancen kriegen. Und wenn wir defensiv gut stehen und ein wenig zulassen, dann muss auch zuerst einmal irgendwie ein Tor schießen und so. Und ich glaube mit den Mitteln werden wir es darauf anlegen, ja, die nächsten Partien. Kannst uns du ein wenig einen Einblick gewähren? Ihr seid ja gestern schon angereist. Habt ihr in Wien noch irgendwas Besonderes gemacht dann gestern? Ja, ich war gestern am Vormittag noch trainiert, sind wir hergefahren dann nach dem Mittagessen und wir sind noch im Bader gewesen, haben den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen, Riesenrad gefahren, ein paar Burschen waren noch in Karpfen. Und ja, war nur eine Garde, haben gesehen, dass wir geile Truppen sind und dass wir wirklich, wirklich extrem zusammenhalten und hat gut da, sage ich mal. Und ja, war lässig. Heute endlich der 2. Auswärtssieg, der 2. Saisonsieg überhaupt. Wie blickst du auf die Partie? Findest du, dass das ein verdienter Sieg war und was war ausschlaggebend, dass wir gewonnen haben heute? Ja, also meiner Meinung nach war es verdient, weil wir einfach unglaublich marschiert sind und mir ist vorgekommen, dass wir den Sieg mehr wollten wie sie. Also die Mannschaft hat unglaubliche Leidenschaft reingehauen und egal wer da jetzt gespielt hat, wir haben so viele Ausfälle gehabt, es ist wurscht, man sieht es, wir sind eine Mannschaft und der reinkommt, der will genauso die Chance nutzen und haut sie zu 100% rein. Das merkt man einfach, ja. Du bist ja vor kurzem erst wieder auf den Platz zurückgekehrt. Wie ist das für dich, dass du jetzt endlich nicht mehr nur zuschauen musst, sondern auch wieder selber spielen kannst?
Ja, es war hart natürlich, da, wenn du draußen sitzt und siehst, deine Mannschaft verliert und du willst denen unbedingt wieder helfen. Und ich habe mit dem Rahmen Max habe ich richtig hart gearbeitet, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme. Und auch der Verein hat viel geleistet und hat einige Behandlungen organisiert, dass ich so schnell wie möglich wieder am Platz stehen kann. Und ja, ich habe eine Riesenfreude, dass ich wieder dabei bin. Kannst uns du da konkret ein paar Beispiele geben, wie du da wieder aufgebaut hast und wie der Weg da ausgeschaut hat, wieder zurück am Platz? Ja, also natürlich muss man langsam anfangen und schauen, in den Körper ein wenig reinhorchen. Und der Max hat das ziemlich gut gemacht und hat mich nach jeder Übung gefragt, wie schaut es aus, können wir was dazu da nicht, hast du Schmerzen? Ja, ich habe beim Beil Harald war ich, ein paar Mal Physio, Lymphdrainagen, beim Köttal Karl seiner Tochter. Und ja, ich habe einiges gemacht mit dem Rahmen Max eben körperlich, dass ich wieder so schnell wie möglich in die Spur zurückfinde. Ja. Wir haben es heute gesehen, nach dem 1-0 habt ihr ein Trikot mit der Nummer 20 vom Nico Wömmer präsentiert. Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, dass ihr das machen wollt, falls ihr da schießt? Ja, er ist ja mein WG-Kumpel, sage ich einmal. Und er hat schon zu mir gesagt, hey, wenn du da schießt, dann musst du schon irgendwas einfallen lassen. Und ich habe gesagt, habe mir gedacht, ja sicher, weil er ist ein guter Freund von uns alle. Und er ist so ziemlich der wichtigste Spieler gewesen jetzt immer. Und als Zeichen einfach, dass er sich gefreut haben, wenn er es sieht, haben wir gesagt, wir machen das als Mannschaft. Ja. Wie blickst du jetzt auf die nächsten zwei Spiele, zwei Derbys? Für dich ist ja da jetzt noch eine neue Situation. Du hast ja das, glaube ich, noch nie so richtig erlebt, außer gegen Bascheng. Wie schaust du auf die Spiele? Ja, ich freue mich extrem drauf. Derbys sind immer cool, haben eigene Gesetze. Da ist alles möglich. Wir werden natürlich wieder alles reinhauen und hoffen, dass wir dann wieder den einen oder anderen Sieg feiern können. Und ja, so gehen wir in die Partie rein. Weil es uns der Gute vorher erzählt hat, ihr wart sein Bruder gestern, warst du da bei der Go-Kart-Crew dabei? Ja, genau, ich war dabei. Ja, es war recht egal, wir haben alle, glaube ich, eine Stunde nachher noch über davon geredet, weil es wirklich lustig war. Der Effe, der hat, glaube ich, ein wenig schnelleres Kart gehabt, weil hat jeden überholt. Ja, der Mario, weiß nicht, der hat ein wenig Motorprobleme gehabt, hat er gesagt, der war hinten nachher. Ja, nein, es war wirklich egal, muss man sagen.